Hallo zusammen, heute habe ich mal kein 12 Volt Kühlaggregat, sondern ein Kühlaggregat für einen Laden, so ein Dorfladen, eine Käserei oder ein Käsi. Und dieses Kühlaggregat, das steht jetzt hier so vorbereitet, betreibt dann einen zweitürigen Gastronom-Kühlschrank mit 1400 Liter. Und das würde bei uns jetzt in der Werkstatt vorbereitet. Das Teil kommt in den Keller und der Kühlschrank ist im oberen Stock. Wir haben also hier Schrauben, wir haben hier eine Konsole, das ist eine gebrauchte vom Kunden. Hier wird das dann an die Wand geschraubt, zwei Konsolen hier befestigt. Wir haben den Kompressor Standard und wir haben hier oben einen Druckschalter, also Hoch- und Niederdruck. Wir sehen, hier ist der Niederdruck, der läuft hier über diese Leitung durch in diese Saugleitung hier. Und hier haben wir den Hochdruck, der läuft in diese Hochdruckleitung, die nachher in den Kondensator geht. Dieser Druckschalter, der Hochdruck schaltet ab, wenn es zu warm wird im Wärmetauscher, sprich wenn der Lüfter nicht mehr geht oder wenn hier der Wärmetauscher verschmutzt ist mit Staub oder was da so anfällt. Und der Niederdruckschalter, der schaltet aus zwei Gründen ein. Wir haben noch ein Magnetventil im Schrank drin und dann macht das Magnetventil auf, sobald der Thermostat ist, braucht Kälte, dann steigt der Druck auf der Niederdruckseite und dieser Druckschalter schaltet den Kompressor ein. Wenn der Thermostat sagt, ich habe genügend Kälte im Kühlschrank, schaltet er das Magnetventil aus. Die Zirkulation vom Kühlsystem ist unterbrochen. Der Druck geht runter und dieser Druckschalter schaltet dann den Kompressor aus. Das ist jetzt so vorbereitet. Hier kommt die Leitung drauf vom Kühlschrank und hier die Druckleitung in den Kühlschrank. So ist das vorbereitet. Das müsste jetzt montiert werden. Der Kunde hat gesagt, es müsste schon laufen. Heute mit den Lieferterminen ist das ein anderes Thema. Hier ist noch die Zuleitung. Ich denke, Anfang nächsten Monat werden wir da rangehen und das Teil montieren. Das ist ein gewerbliches Kühlaggregat, nicht für 12 Volt. Wir machen Gewerbekälte im Umkreis von 25 Kilometer. Es gibt Firmen, die fahren viel weiter, die fahren von hier bis nach, keine Ahnung, 100, 200 Kilometer weit. Ich sage mal, da sind nicht dahinter, auch wenn mal ist was vom Service, das ist jetzt 5 Kilometer von uns weg. Da kann man auch vorbeigehen und nicht dann sagen, ja Moment, das ist so weit, suchen Sie sich jemand anders, der den Unterhalt machen kann. Also wenn ihr eine gewerbliche Kühlanlage sucht, ob eine Kühlzelle oder sonst irgendwas, wenn ihr weiter weg sind von uns wie 25 Kilometer, nein, machen wir nicht. Da haben Leute dann kein Verständnis. Einer hat mir mal ausgerechnet, er sei 25,2 Kilometer Luftlinie von mir weg, ob ich jetzt noch komme. Ich kann dann, weil man kann ja noch drüber reden. Das soll es gewesen sein. Ich mache euch hier einen Link über Kühlzelle oder sonst ein Kühlaggregat und ich wünsche euch einen schönen Tag.